Seit Wochen tappen die Forscher im Dunkeln. Woher kommt der EHEC-Erreger? In Verdacht stehen die spanische Gurkenmafia, die Vereinigung holländischer Tomaten, Al-Qaida und Dr. Evil. Nun verdichten sich jedoch die Hinweise auf einen ganz anderen Verdächtigen, die Aliens. Sie sollen das Jahr 2012 vorbereiten. Eine geheime Quelle teilte uns Folgendes mit. Die Aliens sind mega angepisst wegen dem, ey, was der Will Smith da mit den Kollegen von denen gemacht hat, ne, in Independence Day. Jetzt wollen sie halt Gleiches mit Gleichem vergelten und die Menschen halt mit diesem blöden EHEC da vernichten, ne. Laut unseren Informationen versucht die NASA momentan Kontakt aufzunehmen, um den Aliens zu erklären, dass es sich bei Independence Day nicht um einen Tatsachenbericht handelt, sondern um einen Film. Bisher sind die Bemühungen jedoch erfolglos. Laut NASA erhalten sie ständig nur die Meldung, kein Anschluss unter dieser Nummer. Jetzt zu Gast in unserem Studio ist Frau Dr. Rita Plemplem. Frau Dr. Rita Plemplem, Sie sind anerkannte Sternwissenschaftlerin und Alienforscherin. Was sind Ihrer Meinung nach die Motive der Aliens? Ja, also es ist ganz klar, was die Aliens wollen. Sie bereiten den Tag des Weltunterganges vor. Dieser ist auf den 21. Dezember 2012 datiert. Wir sind da ja schon direkt informiert worden, denn die Aliens hatten an die Mayas eine Star Message Service, kurz SMS, geschickt. Und das dürfte uns dann im Dezember 2012 auch nicht überraschen. Das ist sehr interessant, Frau Dr. Rita Plemplem. Gibt es irgendwelche Warnhinweise, wie wir mit dem EHEC momentan umgehen sollen, um uns zu schützen? Können Sie unseren Zuschauern und Zuhörern irgendetwas raten? Also man sollte auf jeden Fall, bis die NASA mit den Aliens in Kontakt getreten ist, alles, was grün oder rot oder sprossig ist, einfach vermeiden. Wenn man aber dann wirklich etwas Grünes, Rotes oder Sprossiges denn unbedingt konsumieren muss, dann sollte man auf jeden Fall sich an die Sicherheitsmaßnahmen halten. Das bedeutet zuerst desinfizieren, dann abkochen und am Ende auf die Lebensmittel noch einprügeln, dann verschwindet sicherlich auch der letzte Keim. Vielen Dank, Frau Dr. Rita Plemplem, für Ihre Einschätzung. So viel zur aktuellen Situation über den EHEC-Erreger und mögliche Gründe, warum dieser momentan um sich greift. Wir verabschieden uns und wünschen Ihnen noch einen angenehmen Abend. Boah, Gurken, ey, Killer-Tomaten, Mörder-Sprossen, ey, die haben sie doch nicht mehr alle. Jetzt hat er